Ja, guck mal. Super. Was hat er hier angerichtet? Mit einem Ventil, was er zerkloppt hat. Dieser Geisteskranke. Jetzt mag ich ihn doch nicht mehr. Willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu Let's Play some Mass Effect 2. Der Weltraum. Unendliche Breiten gerade mal hier so rumstehen und feststellen, dass die Musik aus ist. Warum das denn? Wer hat die Musik ausgemacht? Schweinerei. Im letzten Part war sie noch an. Nein, schwul. Noch schwuler. Nein. No. No. Komm schon. Nein. Ah, geht doch. Siehst du, genau die wollte ich haben. So, ja, hust, hust, wir sind zurück und so, ne? Ist ein Weilchen her. Aber ich hab's nicht vergessen, dieses geniale Game hier. Denn wir waren ja noch nicht ganz fertig. Wir erinnern uns, wir haben zwar quasi die Hauptstory abgeschlossen, indem wir den Kollektoren mal so richtig in den Arsch getreten haben und die Herstellung eines menschlichen Reapers verhindert haben. Jawohl. Aber es blieben immer noch drei Missionen offen. Nämlich Said, der Preis der Rache. Denn obwohl der Knilch überlebt hat, ist er nicht loyal gewesen, aber das wollen wir noch nachholen. Dann das Versteck des Shadow Brokers und zu guter Letzt die Ankunft. So. Aber ich habe es, glaube ich, auch schon am letzten, am Ende des letzten Parts erwähnt, dass wir jetzt zu Anfang Kugeln anfassen und dumm in der Gegend rumstehen. Nein, natürlich nicht. Ich meine damit, was meine ich eigentlich damit? Ja, hier auf der Normandie, einen Rundgang machen, ja, einen Rundgang. Sag mal, was ist denn mit mir los heute? Tja, meine Fähigkeit zu sprechen verlässt mich mal wieder, wie so oft. Nein, einen Rundgang auf der Normandie machen und mal so sehen, was uns die Leute zu sagen haben, nachdem wir halt eben die Galaxie gerettet haben. Ja, in einem kurzen Spaziergang und so. Ich meine, das hieß zwar Selbstmordmission, aber come on, für uns war das ein Spaziergang. Hallo, Kelly. Commander, Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Ja, danke schön. Das ist super, dass du mich daran erinnerst. Dann lesen wir die gerade mal durch. Ungelesene Nachrichten von der Unbekannte. Eine verschlüsselte Transmission, na sowas. Shepard, ich habe von dem Angriff erfahren. Das Ganze ist eine direkte Provokation der Kollektoren und ein Zeichen, dass wir ihnen Angst eingejagt haben. Der Verlust ihrer Crew ist eine Katastrophe, aber sie hat sich in voller Kenntnis der Risiken für diese Mission gemeldet. Was? Verlust meiner Crew? Ist doch gar nicht wahr. Es sind alle lebend zurückgekehrt. Kein Scheiß. Miranda hat sich vermutlich für den Aufschub von Rettungsmaßnahmen ausgesprochen. Ach so. Ach, jetzt verstehe ich das. Bis sie für den Durchtritt des Omega-4-Portals wirklich bereit sind. Ich weiß, sie würden am liebsten lospreschen und so, aber blinder Aktionismus würde das Opfer ihrer Crew herabwürdigen. Sobald sie bereit sind, haben sie meine volle Unterstützung. Bringen sie es zu Ende, Shepard. Niemand außer ihnen kann es schaffen. Ja, ist klar. Das war also die Mail. Ist ein bisschen untergegangen. Im Eifer des Gefechts. Die er mir wahrscheinlich geschickt hat, nachdem die Kollektoren-Crew zuerst meine Crew entführt hat. Woraufhin ich natürlich sofort hinterher bin. Mehr oder weniger. Oder war ich sofort hinterher? Nee, gar nicht wahr. Doch, war ich wohl. Ach, egal. Ihr habt's ja gesehen. Oder auch nicht. Wenn nicht, guckt euch die Playlist nochmal durch. So. Genau, Sie sind gekommen. Ja. Ich wusste es. Danke. Vielen, vielen Dank. Kelly, was ist mit deinem Auge los? Das hat so komisch gezuckt. Alles in Ordnung? Wie geht es Ihnen, Kelly? Ich halte durch, aber ich kriege diese Bilder nicht aus meinem Kopf. Gefangen. Ersticken. Es dringt in jede Pore ein. Entferntes Schluchzen im abgeschlossenen Raum. Aber ich muss das verdrängen. Es geht mir wieder gut. Ich lebe. Ja. Ganz die alte Kelly. That's what she said. Aha. Haben Sie mal einen Moment Zeit? Für Sie habe ich immer Zeit, Commander. Ach gut, das sind die alten Optionen, die wir schon kennen. Naja. Ich gehe besser. Okay, vielleicht reden wir später miteinander. Ja, vielleicht, vielleicht, vielleicht. So. Ja, wie gesagt, jetzt habe ich den roten Faden auch wieder gefunden. Genau. Ich wollte euch erstmal hier einen Rundgang präsentieren. Und den Kollektoren einen neuen Darmausgang. Ja. Ja. Der Commander hat's wirklich durchgezogen. Um uns genau das anzuhören.
was die Leute zu sagen haben nach dieser awesome Mission. Und danach geht's natürlich weiter mit den verbleibenden Aufträgen. Hey Shepard, bin echt froh, dass diese Kollektoren-Reaper-Scheiße vorbei ist. Sie ist doch vorbei, oder? Es ist nie vorbei. Ja, genau. Es fehlen nämlich noch, du sagst es, die Reaper. Denken Sie manchmal an die alte Normandy und den Ärger, den wir uns aufgehalst haben? Ja, heute nennen wir das die gute alte Zeit. Aber ganz ehrlich, damals war es die Hölle. Geth, Saren, Sovereign. Und dann wurden wir fallen gelassen. Sicher, rosig ist die Lage jetzt nicht, aber damals war es auch nicht wirklich Friede, Freude, Eierkuchen. Ja, da ist ein wahres Wort gesprochen. Aber irgendwie kommt mir diese Konversation gerade bekannt vor, kann das sein? Was ist aus dem Rest der alten Crew geworden? Ich habe gehört, die meisten hätten überlebt. Die meisten schon, Presley nicht. Die Wege der anderen haben sich irgendwie getrennt. Aha. Der Allianz war das gleichgültig. Die hatte vermutlich ohnehin was gegen alle Nichtmenschen in ihrer Crew. Wir waren ihr Team-Commander. Nach der Zerstörung der Normandy und ohne sie hat uns nicht mehr viel zusammengehalten. Okay, ja, ich sehe schon, das ist irgendwie jetzt wieder zurückgesprungen auf die allererste Konversation hier, sehe ich gerade. Das ist doch das, was Joe Cons erzählt hat, direkt nachdem wir auf die Normandy hier raufgekommen sind. Gut. Gehe ich recht in der Annahme, dass hier oben alles reibungslos läuft? Wissen Sie, es ist wirklich angenehm. Edi hat die unangenehmen Aufgaben in allen Bereichen übernommen. An so eine Hilfe könnte ich mich gewöhnen. Ich habe nicht vor, Ihnen jedwede Verantwortung abzunehmen, Jeff. Nein, nein, alles in Ordnung. Halten Sie mich nur auf dem Laufenden. Unauffällig. Arbeitest du auch mal was, Joker? Was ist da los? Wie ist die Arbeitsverteilung hier? 90 zu 10? Und das ist noch großzügig gewertet. Commander, werden Sie nicht unfair. Ein bisschen mehr macht sie schon. Joker. Ich verfüge über genug Kapazität, um die Faulheit einer beliebigen Anzahl von arbeitsscheuen Menschen auszugleichen, Shepard. Das war ein Witz. Sie gibt ihr Bestes. Ja, ja. Das war ein Witz. Das wär's im Moment. Bis dann, Commander. Ein Witz war das. Oh Gott, ey. Wenigstens hat er sich nicht wieder den Daumen am Stummschalter gebrochen. Der jute alte Joker. Was ist da los? So. Ja, und falls euch das jetzt langweilt, tut mir leid. Kleiner Rundgang muss sein. Beziehungsweise ist er diesmal dann großer, wenn ich mit jedem einmal rede. Aber hey, so what? Dafür ist noch Zeit und Platz. Hallo, Mordin. Cerberus ist besser als die Kollektoren. Ja. Dennoch hätte ich Ihnen die Basis nicht übergeben. Riskant. Mehr als riskant. Gefährlich. Hoffentlich wissen Sie, was Sie tun. Ja. Manchmal weiß ich das, glaube ich, nicht, aber hey, wir leben noch. Haben Sie mal eine Minute Zeit? Kein guter Zeitpunkt. Versuche, Kontaminationsvektoren zuzuordnen. Muss mich konzentrieren. Sonst Infektion mit auf Menschen spezialisiertem Virus auf ganzem Schiff möglich. Was? Noch etwas? Okay, auch er hat hier also die alten Dialogoptionen. Gut. Zurück an die Arbeit. Bin hier, wenn Sie mich brauchen. Auf Wiedersehen. Bin hier, wenn Sie etwas rauchen. Ja. Hier haben wir auch nichts mehr. Stimmt ja, da hatten wir alles sowieso schon ausgebildet, was es da zu holen gab. Bevor wir das Ende angetreten sind. Perfekt. Ich bin froh, dass wir den Kollektoren gegeben haben, was sie verdient hatten, Shepard. Ja. Es passt mir zwar nicht, dass wir jetzt alles dem Unbekannten übergeben, aber wenigstens ist die Menschheit nicht mehr in Gefahr. Zumindest vorerst nicht. Die Kollektoren sind noch nicht das Ende. Ganz bestimmt nicht. Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir haben, aber wir sollten uns besser gleich wieder bereit machen. Sie haben es wirklich raus, wenn man sich Feinde schafft. Das ist richtig. Arbeit nach der Allianz, danach haben wir ihn auch schon gefragt. Das scheint jetzt echt so zu sein, dass sie alle wieder ihre alten ursprünglichen Dialogoptionen kriegen. Ha, naja, gut. Ob das ein Fehler oder so gewollt ist, lassen wir mal im Raum stehen. Ich bin daran interessiert, Sie besser kennenzulernen. So schnell? Ich bekomme solche Gespräche ungern aufgezwungen, Shepard. Lassen Sie uns das verschieben. Okay, okay, ich habe ja nichts gesagt. Wir sprechen später. Commander. Tschüss, tschüss, tschüss. Dann eben nicht, mein Gott. Nur weil er schwarz ist. So, ab in die Mannschaftsquartiere. Uiuiui, da haben wir auch volles Haus hier. Gibt's bestimmt ein bisschen was zu unterhalten. Wird mal hinten angefangen. Ich weiß nicht, ob es klug war, die Basis dem Unbekannten zu übergeben. Mann! Cerberus hat eine sehr enge Sicht der Galaxie. Ah. Trotzdem war es natürlich ihre Entscheidung,
Und das respektiere ich. Ja eben, was zweifeln alle an meiner Entscheidung? Okay, ich bin da ein bisschen abtrünnig geworden, mein Gott. Aber so ist manchmal der Lauf der Dinge. Wie geht es Ihnen? Können wir uns später unterhalten? Ich möchte meditieren. Ja. Ich muss jetzt gehen. Natürlich. Ich möchte auch meditieren. Und manchmal mir die Menschen. Ich möchte sowas nicht nochmal mitmachen müssen. Aha. Aber wir haben es geschafft. Ich kann's gar nicht erwarten, meine Familie auf der Erde wiederzusehen. Gut. Ob du das so schnell wirst, weiß ich nicht. Wir sind ja noch nicht fertig. Freu dich nicht zu früh, Kollege. Vielleicht wirst du schon in der nächsten Mission als Kanonenfutter vorgeschickt. Ich überleg mir da was. Ich bin beunruhigt, Shepard. Ihnen vertraue ich, aber nicht Ihrem Auftraggeber. Bla. Er wird von Blut und Angst getrieben. Bla. Ich fürchte, wir haben lediglich dafür gesorgt, dass er ein Gigant geworden ist. Ja, Gigant war er doch vorher schon. Was ist denn da los? Gut, das kennen wir wahrscheinlich auch schon alles. Ich muss jetzt gehen. Ich kehre zu meiner Meditation zurück. Alle meditieren sie hier. Sind ja richtig spirituell geworden, oder waren das schon? Keine Ahnung. Hey, Shepard. Meditierst du auch? Ich habe gehört, Sie und Jack hätten einen gemeinsamen Augenblick gehabt. Aha. Sie schien wirklich bewegt zu sein. Sie ist eine komplizierte Frau. Ich bin froh, ja, dass sie jemanden gefunden hat, der sie versteht. Ziemlich bewegt, ja. Ich habe sie ziemlich hart übers Bett bewegt. Einer von der Sicherheitsmannschaft starrt mich ständig an. Ich glaube, er heißt Bird. Ha? Dass Sicherheitsleute mich beobachten, ist nichts Neues. Aber meistens achten sie auf meine Augen oder meine Hände. Mhm. Vielleicht sollte ich ab jetzt nur noch getarnt durch das KIZ spazieren. Ja, ja, kenne ich schon. Vielleicht will dich Bird auch mal hart bewegen. Ich reise normalerweise versteckt im Laderaum. Es ist schön, wenn man zur Abwechslung mal aus dem Fenster sehen kann. Ja, stimme ich dir zu, obwohl der Ausblick ja immer derselbe ist. Kommen Sie später wieder, dann habe ich bestimmt mehr Gesprächsstoff. Ja. Mach ich. Ja, mach ich. Aber zuerst schaue ich bei den anderen vorbei. Zum Beispiel bei Miranda. A.K.A. Hupenuschi. Hallo. Vor dieser Mission hätte ich niemals unsere Ziele in Frage gestellt. Und jetzt kann ich nur hoffen, dass wir die richtige Entscheidung getroffen haben. Was immer Cerberus auf dieser Basis findet, ich hoffe, es ist das alles wert. Och, nicht so melancholisch hier. Zurück an die Arbeit. Natürlich, Commander. Jupp. So, das geht ja schnell. Ich kann gar nicht glauben, dass Sie die Kollektoren besiegt haben. Es erfüllt mich mit Stolz, unter Ihnen zu dienen, Commander. Hawthorne ist immer noch auf der Krankenstation. Ach so. Wobei sein Stolz wohl mehr gelitten hat als seine Knochen. Er wollte Joker unbedingt helfen. Stimmt ja. Der wollte ja, als ich mit Joker hier rumgewackelt bin, mir die Tür aufhalten oder so. Ich hab mich schon gefragt gerade, wo sitzt eigentlich dein Gegenüber? Da liegt er jetzt auf der Krankenstation. Was ist da los? Tatsache, da hinten vegetiert er rum. Der faule Sack. Ja, tut so, als wäre er krank. Ich verstehe. Ich zittere wegen meiner Entführung durch die Kollektoren noch immer ein wenig. Es war eine Tortur. Sie und Jeff waren so schnell da. Noch nie hatte ich treuere Freunde. Danke, Commander. Bitte, bitte. Es war eine Torte. Nein, eine Tortur. Eine Torte. Nom, 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 nom. Vielleicht macht er ja eine zur Feier des Tages. Sie sind wirklich ein Held. Die Kollektoren hatten uns schon in die Hölle verdammt. Da haben Sie unsere mickrigen Ärsche wieder zurück ins Licht gezogen. Sie sind für mich der größte Shepard. Danke. Bitte. Ja, wenigstens einer, der das zu schätzen weiß. Und mal nicht kritisiert, dass wir die Basis der Kollektoren dem Unbekannten überlassen haben. Meine Güte, du. Er wird schon wissen, was er damit macht. Interessante Entscheidung, Shepard-Kollege. Die alten Maschinen haben ihrer Spezies angeboten, was die Geth anstreben. Einheit, Transzendenz. Jetzt besitzen sie dieses Wissen selbst. Wir hoffen, dass sie es nicht einsetzen. Ihre Spezies verfügt über ein großes Potenzial. Sie sollten sich ihre eigene Zukunft schaffen. Ja, das werde ich so oder so. Was wir spätestens in Mass Effect 3 sehen werden, wo wir dich hoffentlich wiedersehen. Aber jetzt erstmal auf Wiedersehen. Ich muss zurück an die Arbeit. Zur Kenntnis genommen. Gut. Olde Blechbüchse, ja?
Aber von ihm habe ich gar nichts anderes erwartet. Er geht ja eh immer mit Logik an alles ran. So. Und jetzt suchen wir mal kurz denjenigen auf, der mit Logik nicht viel anfangen kann, als sei er mit roher Gewalt. Hoffentlich kriegt Cerberus raus, was man mit der ganzen Tech anfangen kann. Außerdem hoffe ich, dass sie nichts Schlimmeres vorhaben als die Kollektoren. Seien Sie vorsichtig, Shepard. Tja. Wir reden später, Garrus. Ich bin hier, wenn Sie mich brauchen. Gerne. Kalibrier du mal weiter. Tralalalala. Haben wir noch jemanden ausgelassen hier? Nee, eigentlich nicht, oder? Da. Alle mitgenommen. Die sagen eh nie was hier, die stummen Schweine. Die beiden Decks, Life Support. Auch ein Klo brauchen wir nicht. Waren wir schon. Whatever. Tatsächlich. So. Dann noch das Maschinendeck. Und da haben wir gar nicht so lange gebraucht, oder? Ich habe schon mal Rundgänge gemacht. Die haben länger gebraucht. Tatsächlich. So, Said, wehe, du dankst mir nicht, dass ich dich irgendwie da lebend wieder rausgebracht habe hier. Wollen Sie noch eine Lektion? Nein. Danke. Toll, da hat er gar nichts Neues zu sagen. Schweinerei. Ich hätte ihn lieber sterben lassen. Mann. Guter Kampf, Shepard. Ja? Aber Cerberus die Basis zu geben war schwach. Dieser Unbekannte versteckt sich doch. Er war klug, sie zu verpflichten. Aber ein wahrer Kampfmeister greift zusammen mit seinem Clan an. Bla, bla. Bla. Das ist vorerst alles. Shepard. Sogar dieser Muskelprotz hier hat daran was auszusetzen. Mann, langsam reden die mir echt ins Gewissen und ich habe das Gefühl, das war falsch. Aber egal. Umso interessanter wird's, glaube ich, in der Fortsetzung. Und die sagen gar nichts? Wie kommt denn das? Danke, dass Sie uns rausgeholt haben, Commander. Ich dachte schon, um mich sei es geschehen. Sie sind gerade noch rechtzeitig gekommen. Danke. Ach bitte, ach Quatsch, die Blöde. Ich komme immer rechtzeitig. Manchmal ein bisschen zu früh. Nein. Sorry, Füße hoch, der war flach. So. Weitermachen. Ja, weitermachen, jawohl, bla bla bla. Jawohl, Commander. Aber Charlie haben wir noch. Ich weiß, dass Sie mit Cerberus zusammenarbeiten, aber Ihnen die Basis zu übergeben war gefährlich. Ich hoffe, das wird uns nicht irgendwann nochmal leid tun. Ich arbeite nicht mit Cerberus zusammen, ich arbeite für mich. Cerberus arbeitet für mich. So, die brauchen mich. Was ist da los? Dann zurück an die Arbeit. Wir reden später weiter. Ja, war ich ja selbst schuld. Ich habe ja gesagt, ich mache diesen Rundgang. Eigentlich hätte ich es mir fast denken können, dass jeder irgendwie so einen Kommentar dazu fallen lässt. Aber mal gucken, was meine jetzt aktuell Neuromanze Jack dazu zu sagen hat. Vielleicht will sie sich noch ein bisschen bearbeiten lassen. Hey. Nein? Nichts? Gar nichts? Nicht mal ein Hallo, Welcome back, danke, dass du alle gerettet hast oder so? Wir müssen über unsere Beziehung reden. Ich sagte, ich will nicht über alles nachdenken. Ich will nur... Weißt du, wie das ist, wenn du glaubst, dass du allein bist? Ja? Und dann rausstellt, dass das gar nicht stimmt? Ich glaube schon. So schnell musst du nicht zustimmen, du Arsch. Hahaha. Ja, egal. Aber das hatten wir schon. Lass dir Zeit. Wenn du nachdenken musst, warte ich. Ein Weilchen. Es ist nur... Es ist seltsam für mich und du lässt einfach nicht locker. Wie soll ich darauf reagieren? Du bist seltsam, Shepard. Das macht mich irgendwie an. Na, immerhin ist sie noch die Alte. Gut. Perfekt. Damit haben wir alle. Und, ja... Nach Maßstäben von anderen Spielen wäre jetzt hier Part zu Ende. Aber ihr wisst natürlich, das ist bei Mass Effect 2 doch nicht der Fall. Wir werden uns jetzt noch die nächste Mission angucken. Zumindest angucken. Wenn auch nicht abschließen, aber angucken. Das muss sein. Das muss Sinn. Das ist noch drin. Zack. So, bleibt ja nicht mehr viel. Ich schau mal kurz den Kodex hier an. Was gibt's hier Neues? Eigentlich nichts. Sekundär, Aliens nicht Ratsvölker. Was gab's denn da? Kollektoren, Vorbote. Ah ja. Während der Überwachung der ausgehenden Übertragung, die der geheimnisvolle Anführer der Kollektoren an seine Untergebenen auf dem Schlachtfeld sendete, bla 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 bla. Kollektoren-General. Ja, diese komische, große, irgendwas-Kreatur, die da alle übernommen hat.
Gut. Codex-Update. Ist egal. Wir wollten ja Said helfen. Der Preis der Rache. Rache. Klingt so gemein. Aber passt vielleicht ganz gut zu uns. Da wir ja drauf und dran sind, selber so ein bisschen böse zu werden. Ja. Aber das war alles gewollt, meine Freunde. Das ist natürlich alles so gewollt und geplant. Keine Sorge. Ein bisschen Twist möchte ich hier auch reinbringen, damit ihr nicht dasselbe vorgekochte, weichgekaute Gedöns in Mass Effect 3 wiederseht. Denn wer will denn über zwei Spiele hinweg einen guten und mit Stock im Arsch ausgestatteten Commander sehen? Ihr? Keine Ahnung, ich jedenfalls nicht. So. Ja, fliegen wir mal zur Isma-Grenze, in das System Aquila, Metaponto, bla bla bla, Treibstoffdepot. Ach, haben wir noch vollen Tank. Perfekt. Lepini, ich habe doch gerade Leibniz gelesen. Nom nom, jetzt habe ich Hunger auf Kekse, so eine Scheiße. Feiersystem, da oben haben wir's. Ist zwar eigentlich jetzt unsinnig, so rein spieltechnisch gesehen, ne? Also den noch loyal zu bekommen. Ist Quatsch, wisst ihr selbst, ne? Also ich habe euch das Prinzip erklärt. Normalerweise hätte man die loyal bekommen müssen, um eben zu verhindern, dass sie in der letzten Mission in dem auf dem Selbstmordkommando sterben. Zumindest die Chancen zu erhöhen, dass sie am Leben bleiben. Aber die habe ich ja jetzt schon abgeschlossen. Ja. Also brauche ich das im Prinzip nicht mehr, aber ich mache es ja trotzdem, denn ich möchte euch die Mission ja nicht vorenthalten. 100% sind 100% sind 100%. So, darum nehmen wir jetzt Said mit hier. So, und am besten, wenn das schon so eine Rachemission ist, irgendjemanden, der moralisch nicht ganz so festgefahren ist, vielleicht Jack oder so. Die würde auch charakterlich ganz gut da reinpassen und es ist ja meine liebste, getreueste. Deswegen möchte ich sie gerade mal mit im Gepäck haben. 9 Punkte. Natürlich, er ist nicht loyal, deswegen kann er die Granate leider nicht bekommen. Die Munition wollte ich ihm aber auch nicht geben. Naja. Und hier ist nur noch einer übrig. So ein Mist. Ich dagegen keine mehr. Vielleicht kriegen wir sogar den einen Balken abtrünnig hier noch voll bis zum Ende des Spiels. Wird sich zeigen. So. Waffenbestückung stimmt, glaube ich, auch. Präzision. Viper und Matok. Eviscerator und Carnifex. Und ich habe auch noch meine Ausstattung, die ich haben wollte. Perfekt. Wow, Scarface. Hey Said, du hast da was im Auge. Oje, dampfender Schlot. Was ist da los? Die Raffinerie befreien. Ach, stimmt ja. Hier ging es ja um eine... Ich bin in die Kommunikation der Blue Suns. Aha. Bleiben Sie in der Nähe und Vorsicht vor Hinterhalten. Um eine Elfell Ashland Raffinerie. Habe ich das so richtig ausgesprochen? Ich weiß es gerade nicht. Elfeld Ashland? Irgendwie so. Einheit Bravo, in Ihrer Nähe ist ein Shuttle gelandet. Sehen Sie sich das an. Los geht's. Na klar. Bleiben Sie in der Nähe. Ich meine, kann doch irgendwo irgendwann mal ein Shuttle landen, ohne dass es gesehen wird? Nein, natürlich nicht. Was haben wir hier? Leichen? Durchsuchen? Untersuchen? In den Rücken geschossen und verrotten lassen. Eindeutig Vidos-Handschrift. Rücken wir weiter vor. Eindeutig Vidos-Handschrift. Vido Santiago. Okay. Ein Äffchen! 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 Sekunde! Den Spaß muss ich mir jetzt erlauben. Wo bist du? ja, ich wollte gerade sagen, ich hasse Affen. Gut. Dann wollte ich aber sagen, nein, ich hasse sie nicht. Gar nicht wahr. Es sind süße Tiere. Aber dann wollte ich eigentlich doch sagen, ich hasse Affen. Mann. Hat er bekommen, was er verdient. So. Kommando an Bravo. Position einnehmen. Diese Leute sind vermutlich keine Flüchtlinge. Ja. Nein, ich bin nicht auf der Flucht. Ich bin auf der Jagd nach euch. Ja, dafür lasse ich den Zweiten am Leben und dich auch. Von mir aus.
Renn hier rum, solange du mich nicht behinderst. Geht das klar? Meldung an Basis. Oh. Bewaffnete Eindringlinge. Eieieiei. Da geht's auch schon los. Und er verpisst sich natürlich, wie das die Söldner so gerne machen, hinterm Baum. Oder hinter der Mauer, hätte ich fast gesagt. Aber er stand lieber oben drauf. Na gut. Soll mich auch nicht stören. Meine Revenant wird's regeln und natürlich Jack, hätte ich bald gesagt. Da haben wir welche mit Photonenraketen, Photonentorpedos. Sozusagen, ja. Nein, nicht ganz. Das ist ja dieser komische Raketenwerfer. Ist die Frage, wo stand der? Ist er schon tot? Nein, da oben. Das tut ganz viel Aua. Klatsch, 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 klatsch. Kurz mal in Deckung gehen. Nicht, dass uns das trifft hier. Aber der lässt ja einen richtigen Hagel los da oben. Jetzt ist er runtergefallen oder sie. Wie auch immer. Komm her, komm her, komm. Ach, ne, sie ist das. Ja, siehst du, habe ich doch richtig gesehen. Na, war's das? Oder kommen da noch mehr? Ja? Wollt ihr was? Wollt ihr was? Musik spielt noch, also muss es da doch noch irgendjemanden geben. Verstärkung ist unterwegs. Wir gehen ja in Deckung. Nein. Wo? Da hinten. Mann. Natürlich in der letzten ranzigen Ecke, wo ihr hättet spawnen können. Meine Güte. Aber Hauptsache, ich kann durch die Wurzel durchschießen. Kommt doch mal da rum. Oh oh. Hunde. Hunde. Ich hasse Hunde. Was? Protokoll 10? Sind wir hier bei Batman Arkham City oder was? Da gab's ein Protokoll 10. Hahaha. Heißt du Hugo Strange? Nein. Nichts kann mich aufhalten. Siehst trotzdem aus wie so ein Hugo. Mehr hast du nicht zu bieten, genau. Richtig so, Said. Ach, da ist noch einer. Ein Pyro? Oje, das ist auch nicht gerade so ungefährlich. Müssen wir mal gerade dafür sorgen, dass der uns nicht zu nahe kommt. Ich hoffe, ich kann mich jetzt hier mal gerade so frei übers Feld bewegen. Klatsch, er läuft sogar weg. Guck. Tötet sie. Ich schaff euch alle. Was ist da los? Ich will die umkreisen und schwupps verpisst er sich. So. Aha. Okay, endlich haben sie es gerafft, dass mit mir nicht gut Kirschen essen ist. Und ziehen sich lieber zurück, die feigen Schweine. Tralalala, tralalalalala. Natürlich in gewohnter Manier das Gebiet hier absuchen. Sowohl nach Munition als auch nach irgendwelchen Pickups. Oder Medikits. Das nehme ich auch mit. Denn ein bisschen was zu forschen gibt's noch. Ich habe zwar alles soweit abgegrast und abgeklappert und erforscht, bevor wir die letzte Hauptstory-Mission erledigt haben, aber muss nicht heißen, dass es da nichts mehr gibt. Ganz im Gegenteil, da gibt's nämlich noch einiges. Und das wollen wir auch alles mitnehmen, damit ihr wisst, wo es liegt. So. Aber ich werde natürlich auch nicht jünger. Und da kann es mal sein, dass mir das eine oder andere durch die Lappen geht, deswegen schaue ich mich eben überall um. Was haben wir hier? Eine Schlucht mit Brücke. Ausgezeichnet. Ach ja. Commander Santiago, wer flieht, solange die Eindringlinge noch leben, den töte ich höchstpersönlich. Und jetzt kommen Sie verdammt nochmal zurück. Vido, klingt, als hätte er sich nicht verändert. Oh man. Tja, der klingt ganz schön aggro, würde ich sagen. Klingt, als gehöre er erschossen. Schön, Sie zu sehen. Das meine ich ernst. Der war schon ein sadistisches Schwein, als wir die Blue Suns gegründet haben. Die Suns sind nach seinem kleinen Coup vor 20 Jahren nur noch übler geworden. Also ja, wir haben eine Vorgeschichte. Er hat die Blue Suns gegründet?
What the fuck? Warum hat mir niemand gesagt, dass Sie die Blue Suns gegründet haben? Weil es keiner weiß. Vido hat mich aus den Unterlagen getilgt. Er war für den Schreibkram zuständig, ich für die Männer. Hat eine Weile wirklich gut geklappt. Dann hat Vido entschieden, Batallianer einzustellen. Billigere Arbeitskräfte, hat er gesagt. Verdammte Terroristen, habe ich gesagt. Mhm. Verdammte Terroristen. Aber 20 Jahre? 20 Jahre. Ziemlich lange Zeit, um einen Groll zu hegen. Einen Groll? Vido hat meine Männer gegen mich aufgehetzt. Er hat 6 von ihnen bezahlt, mich festzuhalten, während er mir eine Knarre an den Kopf gehalten und abgedrückt hat. Ach so. Seit 20 Jahren sehe ich dieses Schwein jedes Mal, wenn ich die Augen schließe. Jedes Mal, wenn ich ein Ziel anvisiere. Jedes Mal, wenn ich einen Schuss höre. Das ist kein verdammter Groll. Okay, das erklärt auch dein verranztes Gesicht. Sie haben einen Schuss in den Kopf überlebt? Ja. Und Sie haben die Zerstörung Ihres Schiffs überlebt. Okay. Wenn man stur genug ist, kann man fast alles überleben. Wut ist ein verdammt gutes Schmerzmittel. Punkt an dich, Said. Verdammt. Hey. Sie haben da ein Einschussloch am Kopf. Sie sollten erst den anderen sehen, wie der heute aussieht. Gut. Dann gehen wir mal. Wir sollten lieber aufbrechen. Jo. Sie sind beim südlichen Zugang. Alle Einheiten zum Torhaus. Ah. Jetzt. Sie wissen, dass wir hier sind. Na klar. Na los, komm schon, du Hurensohn. Komm schon, du Hurensohn. Geil, genau das ist meine Art zu reden. Sauber, Said. So wärst du mir gleich von vornherein viel sympathischer gewesen. Oh, man. Einheiten Charlie Delta beim Torhaus sammeln. Raffiniertes Palladium. Das ist ganz schön raffiniert, dieses Palladium. Dass es hier einfach so rumliegt. Und sich von mir aufsammeln lässt. Torhaus, ist das da vorne? Ja, ich dachte, jetzt kommt hier noch ein Gefecht oder so. Was ist da los? Oder haben wir hier gleich eine Zwischensequenz? Na? Badin. Ach, Tatsache. Guck mal an. Wer ist das denn? Said Massani. Sie haben mich endlich gefunden. Vido. Machen Sie keine Dummheiten, Said. Ich habe eine ganze Armee blutrünstiger Mistkerle hinter mir, die bereit sind, für mich zu sterben. Wissen Sie was? Versuchen Sie es. Geben Sie meinen Männern einen Grund, sie wie einen Hund abzuknallen. Ja. Mal wieder. Boah, der fackelt nicht lange. Was war das? Kurzsichtig geworden, alter Freund. Brenn, du Schwein. Brenn, du Schwein. Ja. Das war Ihr Todesurteil, Massani. Mhm. Was für eine Schmierwurst. Ohne Witz, das ist ganz richtig. Ist der was? Öffnen Sie das Tor. Ist der von allen guten Geistern verlassen? Es ist ja okay, es ist ja eine Sache, wenn er den Typen töten will. Das wollte ich gerade auch. Aber der muss doch nicht gleich alles in die Luft jagen hier. Was? Warn mich das nächste Mal, bevor du irgendwelchen Scheiß hier machst, ey. Wenn Sie das nächste Mal den Zwang verspüren, etwas in die Luft zu jagen, sagen Sie mir vorher Bescheid. Vido war siegessicher, hatte viele Männer. Jetzt hat er den Heimvorteil verloren. Wenn wir weiter Druck machen, entkommt er nicht. Wart mal ab, wir sind eigentlich hier, um diese Raffinerie zu retten. Das ist dir schon klar, oder? Was heißt hier entkommen? Deinen alten Groll? Okay, keinen alten Groll, das haben wir vorhin geklärt, aber das kannst du mal schön für dich klären. Was ist da los? Sie unternehmen nichts, ohne mich vorher zu informieren. Das ist meine Mission. Vergessen Sie das nicht. Ich bin hier, um Vido Santiago zu töten. Wenn ich Ihnen bei Ihrer Mission helfen soll, sorgen Sie lieber dafür, dass der Kerl heute stirbt. Mhm. Sie wollen ihn tot sehen? Dann stirbt er. Alles andere ist mir egal. Solange Vido eine Kugel schluckt. Naja. Er will ihn tot sehen. Dann wird er sterben, sofern das in unseren Machbarkeitsraum liegt. Irgendwie. Nichts kann mich aufhalten.
Oder so, ne? Zack. Aber hier brennt alles. Das gefällt mir irgendwie nicht. Said, Mann! Ich bin zwar drauf und dran, hier Renegade zu werden, aber das muss nicht heißen, dass wir gleich alles in die Luft sprengen. Es gibt hier auch noch irgendwie zivile Arbeiter. Wenn mich nicht alles täuscht, oder? War das nicht so? Ja, guck mal. Super! Was hat er hier angerichtet? Mit einem Ventil, was er zerkloppt hat. Dieser Geisteskranke. Jetzt mag ich ihn doch nicht mehr. So. Och nein. Ich hab's doch gewusst. Hilfe! Wir sind eingesperrt! Wir kommen nicht zu den Gasventilen, um sie abzudrehen. Hier fliegt gleich alles in die Luft. Keine Zeit. Vido ist wahrscheinlich schon bei den Shuttle-Docks. Oh Mann, ey. Mann! Stell mich doch nicht vor so eine Wahl. Sollen wir die zurücklassen? Was ist da los? Dann verfehle ich meinen Auftrag. Mein Auftrag ist, hierher zu kommen, diese verfickte Raffinerie zu retten. Wenn du den Typen dabei töten kannst, dann mach das bitte, Said, aber wir können die Leute nicht zurücklassen. Tut mir leid. Da mag ich jetzt noch so böse geworden sein. Sorry, da muss ich dir gerade widersprechen. Du bist mir einfach zu unsympathisch, um dir hier alles aus der Hand zu fressen. Sie würden diese Menschen sterben lassen? Und ob? Wenn wir den Leuten helfen, flieht Vido. Und wenn er flieht, gebe ich ihnen die Schuld. Mir gibt überhaupt keiner die Schuld. Dir brennt wohl der Helm, auch wenn du keinen aufhast. Wir sind hier, um diese Menschen zu befreien. Wir gehen rein. Ich wusste, das war ein Fehler. Wenn wir das machen wollen, sollten wir uns beeilen. Tja. Lauf! Lauf! Lauf, Forrest, lauf! Flieht, ihr Narren! Die eingeschlossene Arbeiter retten, ja. Ey, irgendwie... Ja, jetzt kriege ich wieder Vorbildpunkte, dankeschön. Aber irgendwie, keine Ahnung. Jetzt weiß ich wieder, warum ich ihn nicht mochte. So. Aber was ich machen möchte, das ist an dieser Stelle den Part beenden. Ja, wird Zeit. Ist auch eine gute Länge für Mass Effect 2. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn's heißt Let's Play Some Mass Effect 2. Und wer dann hier lebend aus dieser Raffinerie rauskommt, wir, Vido, die Arbeiter oder vielleicht keiner, das sehen wir dann. Ich melde mich aus dem Kreis und sage Tschüss, meine Freunde. Und auf Wiedersehen. We'll be right back.